Also nachdem wir durchaus eine Band von internationalem Niveau sind. Also Niveau nicht. Das sich halt sehr stark am Boden bewegt, das Niveau, aber dafür überall ist. Sogar in Asien. Und alle chinesischen Freunde, die heute da sind, ich weiß, die sind alle recht klar, die haben sie hinter der Pool versteckt. Aber die werden alle kräftig mitsingen. Bitte! Wie wenn es gestern gewesen war. Ich sitze in meinem chinesischen Lieblingsrestaurant, suche da in der Frühlingsruhe umherum und auf einmal sehe ich es da stehen. Eine Lotusblüte, direkt neben dem Buffet ist gestanden, eine kleine zweite Japanerin mitten in meinem chinesischen Restaurant und hat da mir die Stabel geschlichen und im Eierreis hat es umherum gebohrt. Und ich denke mir noch, Ma, so eine süße Japanerin, die muss ich haben. Und eigentlich war ich wie von Sinnen. Die hat mich in eine Trance versetzt. Ich hab mir nur mehr gedacht, wenn eine Japanerin lieber gehört. Eigentlich kann ich mich an gar nicht mehr so viel erinnern. Irgendwie ist die Sonne untergegangen am Fujiyama. Meine Lotusblüte ist dort gesessen und hat mir Glückskeksel zugeworfen. Und ich habe immer danach geschnappt. Und ich schnappe da so und denke mir, jetzt muss ich es ja irgendwann haben, meine kleine fesche Japanerin. Und wie das aber so ist in so einem chinesischen Restaurant, sehe ich auf einmal, wie es finster wird. Und zuerst haben wir gedacht, jetzt ist aber die Sonne aber schnell untergegangen. In Wirklichkeit habe ich gemerkt, ist ein blader Chines, ist ein Seitenkommen mit seinem Tablett, voller Kriegel ist er gekommen. Und wie ich gerade noch meine Japanerin greifen will, auf einmal gibt mir der Haber einen Rempler-Piste und der deppert. Mich hat es auf einmal hingeschleudert, mitten rein ins Buffet. Zuerst habe ich gedacht, das da fange ich mir allein. Und greife voll in die Warmhalteplatten. Leck, Piste und der deppert. Die ganzen Platten aus runtergerissen und mir voll auf die Eier. Ich habe noch mal gemerkt, wie es einen Zischer macht und da fällt was aus. Wie ich wieder munter geworden bin, war im Himmel so ein Scheißdreck. Ein wenig hat es noch abbrennende Eier gerochen. Und das war ja noch nicht einmal das Schlimmste.
Aber wie ich so schaue, war der Himmel voller Chinesen. Wer es mit Trottel im chinesischen Restaurant gerissen hat. Das, wenn ich, weiß nicht, im Pufferbankel gerissen ist, schaut es ganz anders aus. Nein, da schauen sie mir alle an, die Chinesen. Wollen Sie einen Leerschnaps? Dann sage ich, sicher will ich jetzt einen Leerschnaps, ich hätte eine Japanerin. Ja, bei den Pflaumenwein. Den Pflaumenwein kannst du in die Schuhe gießen, da Leffe. Was, ich brauche eine Japanerin. Und ich schaue mir da um und überall sind sie gestanden, die ganzen Chinesen, und denen schleicht sie. Ich brauche eine Japanerin, eine Japanerin.